Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Tobro und heute möchte ich euch mal ganz gerne zeigen, wie man mit einem Smartphone vloggt. Ich bin jetzt hier gerade auf den Nokia 3 unterwegs, sprich mit einem Smartphone der Einstiegsklasse, der Einstiegskategorie, ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine, das heißt ein relativ günstiges Handy. Deswegen ist dieses Video auch nur in 720p und warum ich mich gerade vor dem Fenster aufgehalten habe, das erkläre ich euch gleich als erstes. Das Licht, es ist ganz einfach, hier kommt natürliches Licht rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich hier hinten hinstelle, es ist natürlich noch einigermaßen hell, ja, aber sofern es ein bisschen dunkler wird, sieht das noch schlechter aus. Von daher grundsätzlich immer versuchen, mit dem Licht zu vloggen. Sprich, das Licht kommt jetzt genau auf mich drauf zu, durch das Fenster. Und dann kommen wir auch gleich mal zum nächsten Tipp. Ihr seht schon, ihr seht euch selbst im Spiegel. Holt euch am besten ein Stativ, kostet 10 Euro oder irgendwas, womit ihr das Smartphone festmacht. So eine Smartphone-Klemme kostet nichts. Ich habe für das komplette System nicht mal 15 Euro ausgegeben. Und mal ehrlich gesagt, das sind drei Döner. Das geht, denke ich mal, noch voll in Ordnung. Dann natürlich das Wichtigste in einem Vlog. In einem Vlog müsst ihr eine Geschichte erzählen. Nicht jetzt unbedingt eine erfundene Geschichte, sondern eine Geschichte in der Hinsicht, was wollt ihr in dem Vlog machen? Ihr könnt natürlich auch einen Vlog machen, wo ihr nur Bilder zeigt. Aber unerklärt die Bilder dastehen zu lassen, ist nicht so prickelnd wie vorher ein kleines Intro zu machen und ganz einfach zu erklären, das und das und das liegt in diesem Vlog an. Und das mache ich jetzt. Ich werde heute ein bisschen rausgehen, wie man wahrscheinlich draußen nicht durch die Fensterscheiben sieht. Liegt draußen ganz einfach extrem viel Schnee. Und da wir hier so einen kleinen Berg haben, so einen kleinen Berghang haben, das unsere Auffahrt ist, will ich das ganz einfach noch ein bisschen räumen, sprich ein bisschen streuen. Ein bisschen Streusalz vertan, das werde ich mit einer schönen Timelapse machen, auch mit dem Smartphone. Und da kann ich auch gleich etwas empfehlen, das nennt sich Hyperlapse. Das ist nochmal extra eine kleine App, womit ihr dann halt Zeitraffer aufnehmen könnt. Extrem cool, dafür nehme ich jetzt persönlich nicht unbedingt das Stativ hier, sondern ich habe hier noch ein anderes, so eins. Aber im Grunde könnte ich das auch hier mit dem kleinen Handstativ machen. Wäre jetzt kein großer Unterschied. Ich könnte das jetzt irgendwo auf einen Stein oder sowas hinstellen. So wie jetzt so zum Beispiel. Könnt ihr jetzt irgendwo raufstellen als Beispiel. Und man wird es sehen. Ganz einfach. Das will ich euch nur damit sagen. So ein Gorilla-Pod oder sowas ist halt extrem praktisch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Let's go. Ach ja, und noch etwas. Haltet das Smartphone quer. Wie ihr jetzt seht, ich halte es nicht quer. Ich halte es hochkant. Und das macht die Aufnahme so richtig kacke. Timelapse habt ihr jetzt gesehen, ich habe das Stativ vergessen. Jetzt könntet ihr zum Beispiel auch über, ihr seht jetzt hier gerade, hier ist jetzt ein bisschen dunkler drin. Ihr seht das Bildrauschen schon ein bisschen mehr. Das ist ganz einfach mit einem Smartphone der Einstiegsklasse, ist das ganz einfach so. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn ihr trotzdem noch immer noch viel Gutes, oder was heißt Gutes, wenn ihr noch was Vernünftiges rübertragt. Da außerdem ist auch die Videoqualität nicht ganz so wichtig bei YouTube, auch wenn es sich jetzt komisch anhört, weil eigentlich YouTube, da sieht man ja was. Es ist noch viel wichtiger der gute Sound. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Wenn ihr draußen seid und es geht Wind, dann habt ihr ganz einfach ein Problem. Dann habt ihr das Problem, so wie jetzt, dass ihr ganz einfach nicht gehört werdet. Das ist einfach der Nachteil. Da hilft aber auch was. 3,5 mm Klinkenbuchse gibt es bei fast jedem Smartphone der Einstiegsklasse. Und ganz einfach Lavalier-Mikrofon ran an euer Hemd. Das Kabel hängt dann hier lang. Sieht kaum eine Sau, weil das genau in diesen Ausschnitt hier unter mir reinfällt. Und die Dinger sind auch nicht wirklich teuer. Die kosten 5 Euro. Aber ihr könnt natürlich nicht nur irgendwelche Timelapse damit machen. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Fototour machen. Das könnten wir jetzt auch nochmal ganz kurz anreißen. Das, denke ich mal, mache ich nochmal. Da jetzt draußen sowieso schön Schnee liegt, ist ja eigentlich optimal, um ganz einfach Fotos zu machen. Weil man hat genug Licht und die Fotos sehen dann einigermaßen gut aus. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ein, zwei kleine Fotos. Bearbeitet in Lightroom. So, ich denke mal, die Fotos und Videos habt ihr jetzt gesehen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schnell rein, weil hier draußen ist es kalt. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr.
Den nächsten Fehler seht ihr vielleicht schon oder worauf ihr achten solltet. Ihr seht wahrscheinlich, das Bild ist noch ein bisschen schwierig. Das liegt daran, Fingerabdruck ganz einfach auf der Kamera. Wo wir gerade bei der Kamera sind, ich mache es jetzt mal kurz sauber. Es bringt nichts, wenn ihr euch selbst anguckt, weil dann guckt ihr immer am Zuschauer vorbei. Nein, guckt auf die Kamera. Das ist sehr wichtig. Ich kriege es auch nicht immer zu 100% hin, aber es hilft ungemein, wenn ihr in die Kamera guckt. Und wo wir gerade die Fotos gemacht haben, ist euch was aufgefallen? Die Qualität ist vielleicht nicht ganz so gut, aber die Fotos wirken immer noch geil. Und das ist einfach aus dem einfachen Grund, spielt mit dem Licht. Das Licht ist euer Feind und Freund. Niemals so stehen, weil hier hinten ist jetzt alles super beleuchtet und ihr seid total dunkel, sondern mit dem Licht. Wenn ihr irgendwas treffen wollt, wenn ihr mich jetzt als Beispiel fotografieren wollt, immer vom Licht zu euch. Ganz wichtig. Aber fassen wir nochmal alles ganz kurz zusammen. Wie könnt ihr gute Vlogs machen? Gute Vlogs sind einfach nur Übung. Übt. Übt mit eurem Smartphone, lernt es besser kennen, kriegt auch vielleicht ein bisschen ruhigere Hand. Das ist gerade mit der ruhigeren Hand ist etwas schwerer. Es ist so, einige Schnittprogramme bieten euch auch eine Stabilisierung, aber dann wird hier oben an der Seite und unten immer noch ein bisschen was abgekattet. Mag ich persönlich nicht ganz so gerne, deswegen nutze ich das eigentlich relativ wenig. Schneiden könnt ihr mit dem Smartphone auch. Dazu habe ich euch mal ein Video in der Infobox bzw. unten in der Beschreibung verlinkt. Das ist von dem einen Percy, der macht eigentlich offiziell keine Videos, aber hat für mich halt das nochmal gemacht. Er schneidet viel für sich und auch so ein bisschen umher. Macht eigentlich ganz coole Videos. Lohnt sich auf jeden Fall, das Video mal anzugucken, weil so könnt ihr auch noch ein bisschen zumindest lernen, so ein bisschen, wie man damit grundsätzlich schneidet. Das zweite ist natürlich, Vloggen ist immer eine Geschichte. Habe ich ja am Anfang so schon gesagt. Erzählt am Anfang des Vlogs, was ihr macht. Vielleicht, was ihr vorhabt, ist immer relativ wichtig, sowas von vornherein zu wissen. Weil es bringt nichts, wenn ihr sagt, ich stehe auf, ich gehe jetzt Frühstück essen, wieder ein Cut, ich gehe jetzt Mittagessen, wieder ein Cut, ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen PC, wieder ein Cut. Das bringt gar nichts. Das ist langweilig, das will keiner so wirklich, gerade wenn ihr sowas, das ist vielleicht für euch interessant oder nicht mal für euch, wenn ihr so eine Art Tagebuch führt, ja, aber ansonsten für den Zuschauer, nee, geht da neutral ran. Geht ran, versucht es zu beobachten, wie das Video ist, beziehungsweise als neutraler Zuschauer. Das ist immer so, man selbst weiß, was man da gemacht hat, ja, aber die Zuschauer wissen das ja nicht. Von daher versucht das so ein bisschen zu zeigen, zu erklären. Ich hätte jetzt genauso gut, wo ich den Berg da gestreut habe, auch sagen können, ja, ich benutze jetzt das und das Streusalz und so wirkt das und hätte vielleicht noch die Timelapse, wie das dann anfängt zu tauen, hätte ich auch noch mit reinbauen können. Klar, logisch, aber draußen ist es arschkalt und für Smartphones ist das auch nicht unbedingt so super geil, gerade für die Akkus. Denn die Fotos, man kann damit natürlich super Fotos machen. Gerade bei guten Lichtverhältnissen kann man super Fotos machen. Hat man gesehen, denke ich mal, dass es einigermaßen vernünftig aussah, gerade für so ein 120-Euro Smartphone. Wenn ich jetzt natürlich mit einem iPhone vloggen würde, habe ich auch schon gemacht, gerade zur IFA vom letzten Jahr, habe ich viel damit gevloggt, dann sieht die Geschichte natürlich 10-mal besser aus. Bearbeiten der Fotos klappt natürlich auch. App nennt sich Lightroom. Solange ihr keine RAW-Fotos bearbeiten wollt, ist es komplett gratis. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Fummelt euch da ein bisschen rein. Das ist wirklich nicht schwer. Das ist kein Hexenwerk. Ihr seht das selbst. Wird angezeigt. Ist, denke ich mal, relativ einfach. Was ich noch vergessen habe, zum Anfang zu erwähnen, immer den Flugmodus an. Ganz wichtig, ansonsten habt ihr hier in der Aufnahme, kann es vorkommen, dass ihr jetzt einfach ein gewisses Rauschen drin habt, wenn euer Smartphone mit irgendeinem Funkturm versucht, Empfang aufzubauen. Ist immer scheiße. Dann kommen wir zu dem Ton. Der Ton, eure Smartphones sind ja ursprünglich auch mal zum Telefonieren da. Von daher sind die Mikrofone immer relativ gut. Relativ ist immer so ein Ausdruck. Bei manchen ein bisschen schlechter, bei manchen ein bisschen besser. Ich habe jetzt hier das Nokia 3. Das sollte sich eigentlich vernünftig anhören. Um den Ton natürlich zu verbessern, gerade wenn ihr draußen irgendwo beim Wind unterwegs seid, Lavalier-Mikrofon ran an das Smartphone. Fertig ist die Geschichte. Das ist Plug and Play, kostet 5 Euro. Aber wir wollen ja versuchen, so günstig wie möglich das zu halten. Dann natürlich quer. Weil filmst du quer, hast du mehr. Hast du einfach mehr Platz, mehr Aufnahmebereich. Und natürlich auch noch den Nebeneffekt, dass dieser Aufnahmeplatz dann auch auf dem kompletten Video auf YouTube genutzt wird. Und nicht nur in der Mitte, sondern ein kleiner Balken. Beim Autofokus muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen.
Das Smartphone hat jetzt hier auf der Frontkamera einen Autofokus. Das sehe ich, wenn ich mich hier ein bisschen hin und her bewege. Und wie er dich da rankomme, dann pumpt er ab und zu mal ein bisschen nach. Man sieht nicht nur die Lichtveränderung, manchmal sieht man auch ein gewisses Nachpumpen. Dann geht das Bild mal ein bisschen zusammen und wieder auseinander. Ist leider so, wenn man Autofokus hat. Bei manchen Smartphones kann man den Autofokus ganz einfach auch sichern bzw. sperren, indem man lange auf den Punkt, den man fokussiert haben möchte, ganz einfach lange drückt. Das funktioniert nicht bei jedem, ich weiß, es ist auch ein bisschen komisch, aber dafür gibt es auch gewisse Apps. Guckt euch zum Beispiel mal ProCam an, das ist glaube ich auf iOS. Und bei Android wäre es zum Beispiel Open Camera. Ich glaube, man konnte da auch den Fokus setzen bzw. einstellen. Manche Apps müssen ja auch aufpassen bei Open Camera. Es ist bei manchen Smartphones so, dass es ein bisschen schlechtere Bildqualität hat. Aber das kommt auch immer auf den Shot, muss man ja auch dazu sagen. Auf das, was man einfangen möchte, kommt es ja auch drauf an. Wenn ich jetzt etwas habe, was ich fest fokussiert haben möchte, wie jetzt zum Beispiel mein Gesicht möchte ich jetzt fest fokussiert haben, aber er springt immer wieder auf meinen Händen jetzt, wenn er die zum Beispiel fokussieren will, dann bringt euch das nichts, wenn das Bildmaterial besser aussieht mit der normalen App, mit der normalen Kamera-App, bzw. Video-App, es ganz einfach nicht fest fokussieren kann, aber die Open-Camera-App, ich glaube, die konnte das, wie gesagt, die kann das, hat vielleicht ein bisschen schlechteres Bildmaterial, aber im Gesamten wirkt es halt ein bisschen besser. Von daher kann ich nur sagen, spielt mit euren Smartphones umher. Ihr habt alles da, selbst eine 5-Megapixel-Kamera kann gute Ergebnisse liefern. Die meisten Leute gucken sich sowieso die Videos nicht unbedingt in Full HD an oder nur sehr selten, weil es ganz einfach von dem Datenvolumenverbrauch her einfach zu teuer ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Film mit dem Smartphone, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich mache dann nochmal ein separates Video, aber das soll es jetzt erstmal hier gewesen sein. Ich denke mal, das sind jetzt so die grundsätzlichen Begriffe. Viele von euch werden das wahrscheinlich schon gehört haben. Einige von euch, für die ist es vielleicht auch neu. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, unten in den Kommentaren. Ich würde mich über einen Daumen freuen und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Also, von daher sage ich mal, haut rein, bis die Tage, ciao.